Hey Gang Gamer, was geht ab? Heute zurück bin ich hier mit den Gaming News dieser Woche. Leute, also wirklich, was da los? Electronic Arts hat jetzt ja wirklich ihr Entwicklerstudio Maxis geschlossen. Wenn ihr das jetzt nicht so auf dem Schirm habt, Maxis hat unter anderem SimCity und die Sims entwickelt und das Studio hat ihr jetzt einfach mal geschlossen. Die Marke soll allerdings bleiben, aber quasi nur als Hülle zu Marketingzwecken genutzt werden. Also man erfreut sich quasi am Namen, weil der noch bekannt ist, aber bringt nicht mehr solche Spiele raus und schließt einfach. Natürlich wurden dann auch einige Leute entlassen, offiziell. Inoffiziell vielleicht noch viel mehr, weiß man nicht. Da fragt man sich, ob das an den ausbleibenden Erfolgen von SimCity im Jahr 2013 lag oder hatte das neue Sims vielleicht einfach auch nicht so viel Erfolg eingeheimst. Man weiß es nicht. Der große Fail an der Sache ist aber auf jeden Fall, dass Maxis nicht das einzige Entwicklerstudio bleibt, was Electronic Arts erstmal aufgekauft hat, um es später dann irgendwann zu schließen. Und da es nicht das einzige Studio ist, gab es zum Beispiel noch das Studio Bullfrog, die hatten Dungeon Keeper gemacht, dann gab es Westwood, die haben Command & Conquer gemacht, Phenomic hatte Spellforce gemacht, Spellforce, so gut. Und zum Beispiel Blackbox Games wurde geschlossen, die hatten unter anderem Need for Speed gemacht. Jetzt frage ich euch, ist das ein EA-Fluch oder was ist da los? Klappt es bei EA nicht so gut? Ihr wisst genau, dass EA richtig hart schon lange in der Kritik ist. Ich kriege das auch so von vielen Spielern mit. EA hat da einfach irgendwie einen gewissen schlechten Ruf. Und diese Sache jetzt wird es wahrscheinlich nicht besser gemacht haben. Was sagt denn ihr dazu? Haut's mir unten rein. Wusstet ihr schon, dass das Battlefield 4 Winter-Update live ist? Der Netcode wurde unter anderem verbessert, das heißt, es wird nur noch die Hälfte der Bandbreite benutzt und Spieler, die einfach eine schlechte Internetleitung haben, denen kommt es auf jeden Fall zugute. Das Kollisionsverhalten wurde verbessert, das heißt, man bleibt nicht mehr an den kleinsten Objekten und irgendwelchen Kanten hängen, so wie man das kennt. Und das ist auf jeden Fall cool. Helikopter können jetzt zum Beispiel Loopings fliegen. Ist das nicht fresh? Ich wette, ein paar von euch werden sich jetzt gleich wieder in den Helikopter stürzen. Und ganz wichtig und richtig cool, es gibt einen neuen Spielmodus und zwar ist der kompetitiv. Man kann also E-Sport-mäßig 5 gegen 5 spielen und es gibt keine Fahrzeuge in Squad Obliteration. Ich muss sagen, ich finde es super cool. Ich freue mich drauf. Interessant zu sehen, wie sich das entwickeln wird. Ja, wie seht ihr das? Sagt mir mal eure Meinung. Es ist wieder Zeit für ein paar Releases, da es ja Anfang des Monats ist, allerdings wirklich nur ein paar wenige, die ich ganz interessant fand und natürlich nicht alle. Legen wir los! Am 3.3. kam White Knight für den PC raus, ein paar Tage später dann auch für andere Plattformen, und zwar PS4 und Xbox One. Morgen, also am 6. März, kommen Zombie Army Trilogy raus, auch für den PC, Xbox One, PS4 und so. Am 10. März kommt dann Assassin's Creed Rogue für den PC raus. Und am 17. März kommt Devil May Cry, die Definitive Edition, für PS4 und Xbox One natürlich. Am 19.3. kommt dann Battlefield Hardline raus, darauf haben sicher viele gewartet, auf so ziemlich allen erdenklichen Plattformen. Und was ich noch interessant fand, und zwar am 27. März kommt Borderlands The Handsome Collection für Xbox One und PlayStation 4. Kommen wir schon zu den Blitz-News. Wundervoll, Leute, und zwar soll es jetzt noch ein zweites Spiel mit Paris Hilton geben. Wer hat nicht schon längst drauf gewartet nach Paris Hiltons Diamond Quest? Wollen wir doch unbedingt wieder ein neues Mobile-Spiel haben, wo Paris Hilton im Mittelpunkt steht. Shitstorm auf Steam gab es jetzt gegen ein gewisses kontroverses Indie-Spiel, was sich mit dem Thema Schwangerschaft auseinandersetzt. Aber was hier so kontrovers ist, die Schwangerschaft, die durch eine Vergewaltigung verursacht worden ist. Und deswegen ist es ziemlich
in die Kritik geratenes Spiel. Ihr könnt es euch ja mal selber angucken. Es ist minimalistisch gehalten, also es besteht eigentlich nur aus Texten, soweit ich weiß. Aber dennoch gab es da einen krassen Shitstorm. BioWare arbeitet an einem neuen Projekt, und zwar der Chef Storyteller David Gaider hatte ja die Teile von Dragon Age bearbeitet, hat die Story geschrieben, doch nun wird er das Universum des Rollenspiels verlassen und sich einem neuen Projekt widmen, weil er Dragon Age in guten Händen weiß. Und dann freuen wir uns schon drauf, weil anscheinend hat er es ja ziemlich drauf, und dann freuen wir uns auf das nächste Projekt. Das war's schon mit den Gaming News für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht wollt ihr einen Daumen rauf da lassen und einen Kommentar sowieso immer wünscht. Da können wir über die Themen diskutieren. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Video.